Und zwar heute geht es um diese Basis hier im Game bei 7 Days. Ihr seht es ja schon, wir befinden uns hier quasi ja, auf einem Haus im Wasser. Und da frage ich mich doch glatt, ob diese Basis die ja, beste ist im ganzen Game. Weil ich meine, gut schwimmen können die könnte ich auch hier erreichen, aber es ist ja weitaus nicht so dramatisch, als wenn du jetzt am Festland was hast. Ich weiß nicht, hat jemand von euch diese Basis oder hier eine Basis eröffnet bzw. gebaut? Das würde mich mal interessieren, wie das dann so ausfällt, wenn man dann richtig eine Hordennacht hat. Weil ich bin nämlich am Überlegen, ob ich hier jetzt weiterbaue. Aber ich bin mal gespannt.